Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land, wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute wollen wir uns mal die drei Mounts anschauen, die wir uns jetzt im aktuellen Monat, und zwar im Juni 2023, über den Handelsposten besorgen können. Zwei davon wird man zum späteren Zeitpunkt auch wieder kriegen können, heißt, wenn ihr das Video später anschaut, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, die anderen beiden zu bekommen. Eins davon ist quasi die Monatsbelohnung. Und die bekommen wir dadurch, indem wir dementsprechend hier im Abenteuerführer hier oben einen Balken auffüllen. Da müssen wir insgesamt 1000 Punkte erwirtschaften. Und diese 1000 Punkte erwirtschaften wir durch einfach Spielen des Games, ne? Durch alle möglichen Sachen, Dungeon-Bosse bzw. Raid-Bosse töten, Arena-Games gewinnen, irgendwelche Event-Sachen machen. Ich habe auch gesehen, selbst wenn man mit seinem Drachen am Boden entlang fliegt und Elan aufbaut, selbst das bringt hier Punkte. Also das nicht zu schaffen ist schon fast unmöglich. Ihr seht, auch Flugsteine bringen was oder diese Schattenwappen, die man kriegen kann. Ein bisschen Ruf sammeln, einen World-Boss töten, also alles mögliche. Pet-Battle-Kämpfe und auch Quests, ne? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und sobald ihr den Balken aufgefüllt habt in dem Monat, also die 1000 Punkte, dann kriegt ihr diese Extra-Belohnung. Die wird oben auch angezeigt. Das müsste so ein Papagei sein. Und den holen wir uns als allererstes einmal aus der Kiste raus. Also, wir sind jetzt hier in SW. Dasselbe gibt es natürlich auch in OG. Einfach hier auf dieses Symbol achten. Und was haben wir in der Kiste drin? Naja, wir kriegen 1000 Punkte. Und, also diese Devisen, ne? Und dann haben wir Krach. Das ist ein Papagei und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt gleich mal als erstes an. Kram mit H, der ist jetzt hier noch in einem Geschenk drin und den packen wir dann einmal aus. Also das ist ein Recolor. Es gibt schon eine grüne und eine rote Version. Eine davon war, glaube ich, aus Freehold, die andere aus den Inselexpeditionen. Und ja, ich muss sagen, diese Papageien sehen schon nice aus. Jetzt diese lila Variante ist schon nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ob ich die rote besser finde, aber die sieht schon cool aus, definitiv. Genau, also das ist einmal das erste Mount. Und ja, das könnt ihr wahrscheinlich später nicht mehr wirtschaften, weil wie gesagt, das ist die Monatsbelohnung für diesen Monat. Die anderen beiden Mounts können wir uns aber einfach über Devisen beim Händler holen. Und da können wir jetzt mal reinschauen, was es gibt. Ich habe jetzt aus dem letzten Monat noch was eingefroren, aber das ist irrelevant. Was wir hier haben, ist einmal das Glutmähnen-Schlachtross. Das ist ein TCG-Mount. Das ist das schöne Ding hier. Ja, das, nee, nicht TCG, das war, glaube ich, früher mal im Shop drin, soweit ich weiß. Ich habe das aber mir damals wahrscheinlich gekauft gehabt im Shop und dementsprechend habe ich das schon, ist bei mir einmal abgehakt. Könnt ihr mal schauen, ob ihr das euch damals auch geholt habt. Und ja, wenn ihr es nicht habt, dann könnt ihr euch das hier holen. Leider sehe ich jetzt nicht, wie viele Punkte es kostet. Ich vermute mal, es wird auch 800 Punkte wie das andere Mount kosten. Dann haben wir hier Royal Schwarmer Rhines. Also da ist irgendwie die Übersetzung nicht ganz richtig, aber das können wir uns auch gleich im Mount Channel angucken. Da ist es, glaube ich, richtig. Das ist dann das dritte Mount. Das ist so ein, ja, so ein Selektiden-Flugviech. So, vom Model kennen wir das aus Ende BFA. Da hatten wir ein, zwei von diesen Farbvarianten. Eigentlich ganz schön. Ich glaube, eins konnte man sich auch über so eine längerwierige Quest herzüchten, ne? Da musste man das ein oder andere an Aufgaben bzw. Daily Quests erfüllen, um dann dementsprechend hier so eine Drohne zu bekommen. Genau. Und was haben wir noch? Wir gucken jetzt mal so grob durch. Also wir haben jetzt hier noch ein paar T-Mox-Sachen. Wir haben auch ein Pet dabei, ein Bienenpet, was sehr nice aussieht, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier noch eine Waffe dabei. Dann eine Waffe, die irgendwie nicht angezeigt wird. Interessant. Soll anscheinend ein Stab sein. Das funktioniert anscheinend nicht so. Dann haben wir einen Dolch dabei. Ah, die Hörner, die habe ich mir auch schon mal aus dem Shop geholt, meine ich. Dann gibt es ein Schild. Das sieht jetzt nicht so spektakulär aus. So eine Schildhand, die finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ein Kleid gibt es. Dann gibt es hier so eine Kappe. Halsding, okay, das finde ich jetzt auch nicht so nice. Der Umhang sieht ganz gut aus. Dann haben wir noch eine minimalistische Axt. Und ja, so ein Oberteil. Ja, gut. Ist okay. Aber die T-Mox-Sachen werden wir uns jetzt erstmal nicht holen, sondern wir kaufen uns einmal die Collectibles, also das Mount, das wollte ich euch ja zeigen. Das kostet 800 Punkte, wie ihr seht. Ich habe zum Glück vom letzten Event nur 800 Punkte aufbewahrt. Und dann werde ich mir jetzt noch das Pet holen. Und die restlichen 400 Punkte spare ich mir für den nächsten Monat. Denn wie ihr gesehen habt, wenn es blöd läuft und ihr habt das Mount nicht,
mal damals aus dem Shop, habt ihr diesen Monat quasi zwei Mounts und ein Pets. Wenn ihr an diesen Main Collector bist, wie ich interessiert seid, habt das schon schwierig, mit den 1000 Punkten hinzukommen. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und ein Item einfrieren, ne? Das könnt ihr in dem machen, indem ihr hier unten eins reinzieht, dann könnt ihr das ändern. Will ich jetzt aber an der Stelle nicht. Ich ziehe jetzt mal das hier mit, dieses Hunter-Item. Bleibt es eigentlich gleich. Und, was ganz wichtig ist, hier gibt es auch noch die Möglichkeit rückzuerstatten, wenn man es verkackt hat, aber sehe ich gerade. Aber wichtig ist halt, man kann die Punkte quasi auch für die nächsten Monate aufbewahren. Und ja, wenn ihr so wie ich an den großen Sachen interessiert seid, macht Sinn, sich irgendwie so 500 bis 1000 Punkte immer mit in die nächsten Monate mitzuziehen. Dann kommt ihr nicht in die Bredouille, dass ihr euch die Sachen eventuell nicht kaufen könnt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die jetzt nochmal kurz an, was wir uns jetzt eben gekauft haben. Also da haben wir... Seht ihr, königlicher Schwärmer schimpft sich der. Also die Übersetzung hat im Handelsposten nicht so ganz geklappt. Und da können wir uns das jetzt mal ein bisschen näher noch angucken. Also das ist hier so eine Drohne, die sieht schon relativ cool aus. Und das andere, jetzt habe ich blöderweise den Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm. Das müsste, meine ich, eins aus dem Shop gewesen sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir das da dabei haben. Wenn nicht, habt ihr das ja vorher auch gesehen. Irgendwas mit Glut hieß das, glaube ich. Oder wir sehen ja da drin, wie es genau hieß. Vielleicht war das aus irgendeiner Promotion. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Glutman in irgendwas. Okay, vielleicht ist das auch... Ja gut, dann suchen wir es da einmal raus und können wir uns dann nochmal einen Ticken genauer angucken. Ich meine, das war ein Bodenmount, aber vielleicht kann es auch fliegen, ne? Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da haben wir sie. Ah nee, das war von Werbt einen Freund. Okay, ich habe Mist erzählt. Das war nicht aus dem Shop, sondern Werbt einen Freund, ne? Durch den Jahr, mit den Jahren bringt man die Sachen durcheinander. Schau mal. Ah nein, es kann sogar fliegen und hat Flügel. Okay, das sieht eigentlich relativ cool aus. Komisch, dass ich das so gut wie nie verwendet habe. Ah ja, guckt mal an. Ja, macht was her. Gut, das sind die drei Mounts, die ich euch zeigen wollte. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.